Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einen True Crime Fall für euch aus Deutschland. Die am 23. Dezember 1985 geborene Tanja Anna Gräf aus Trier studierte 2007 an der FH Trier auf Lehramt. Die 21-jährige, ca. 1,70 große Tanja hatte rote Haare und eine sehr sportliche Figur. Am 6. Juli 2007 fand an der Fachhochschule Trier in der Nähe des Moselufers eine Studentenparty statt, zu der natürlich Tanja und ihre Freunde auch hingingen, und sie waren gewiss nicht die einzigen, die dort eben erschienen. Es war keine kleine Party, denn es waren ca. 10.000 Leute vor Ort. Die Gruppe blieb natürlich nicht den ganzen Abend über zusammen, wie das eben so ist. Mal steht man gemeinsam dort und quatscht mit Leuten, dann geht man wieder getrennte Wege, dann geht man zu zweit weiter, zu dritt weiter, alleine, dann treffen sich wieder alle. Ne? Es ist auf Partys ja eigentlich immer so, dass man nicht kontinuierlich in einem Kreis, sag ich mal, bleibt und den ganzen Abend nur mit den Leuten verbringt. Und so war es eben auch bei Tanja und ihren Freunden. Sie haben zusammen getrunken und gefeiert und sind dann aber auch hier und da zu verschiedenen Leuten gegangen und haben sich nachher wieder getroffen, ja, wie es halt eben auf Partys so ist. Gegen 3.30 Uhr wird Tanja dann in der Nähe der Bühne von einem Bekannten gesehen, der dann auch auf sie zugeht und sie fragt, ob sie nicht langsam gemeinsam Richtung nach Hause gehen wollen. Es war ja schon recht spät bzw. wieder sehr früh, und Tanja war nicht alleine, denn sie war in Begleitung eines ca. 1,80 großen Typen, der zu dem Bekannten von Tanja relativ unfreundlich sagte, dass er sie in Ruhe lassen soll, und genau das tat der Bekannte auch. Er hatte keine Lust auf Stress, er drehte sich um und ging. Ungefähr eine halbe Stunde später befand Tanja sich dann mit ihrer Gruppe auf dem Parkplatz der FH, wo sie mit einem anderen Bekannten telefonierte, und die beiden sprachen gerade darüber, ob sie sich jetzt nicht noch in der Trierer Innenstadt treffen wollten. Was auch immer man um 4 Uhr morgens in der Innenstadt noch macht. Auf jeden Fall, Tanja wollte noch nicht nach Hause gehen. Sie war anscheinend noch nicht müde. Sie wollte den Abend noch nicht enden lassen. Ja, und war dann eben so am Planen, wie es als nächstes weitergeht. So kam es also, dass sie gut gelaunt in die Runde fragte, wie sie um diese Uhrzeit am besten relativ zügig zum Nikolaus-Koch-Platz kommt. Gegen 4.13 Uhr telefonierte sie dann auf dem Parkplatz noch ein letztes Mal mit dem Bekannten, mit dem sie sich treffen wollte. Vermutlich, um ihm zu sagen, hey, ich habe jetzt abgeklärt, wie lange ich brauche oder wie der schnellste Weg ist. Ich werde dann und dann da sein. Sie legte auf und ging los, doch an dem Platz kam sie nie an. Am frühen Morgen des 7. Juli verliert sich ihre Spur und Tanja gilt als vermisst. Da sie aus sozial sehr stabilen Verhältnissen kam und auch immer konkrete Pläne für die Zukunft hatte und sehr lebensfroh war und ja, nicht den Eindruck gemacht hat, dass sie von jetzt auf gleich untertauchen würde und einfach abhauen würde oder gar suizidale Absichten hat, konnte man relativ schnell davon ausgehen, dass es sich hier um ein nicht freiwilliges Verschwinden handelt, und 2 Tage später wurde dann von der Polizei eine Großfahndung eingeleitet. Auf der Party, wie gesagt, es waren über 10.000 Leute da, entstand natürlich eine Menge Fotos und Videos, wie das eben so ist, und ja, so kam es dann, dass die Beamten sich ca. 6.000 Bilder ansahen, um eben zu gucken, ob Tanja irgendwo im Hintergrund steht, mit wem sie gesprochen hat, ob man irgendwo sieht, wo sie zu welcher Uhrzeit hingegangen ist, einfach um das alles so ein bisschen rekonstruieren zu können und herauszufinden, wo sie lang gegangen ist und wer sie vielleicht zuletzt noch gesehen haben könnte. Ebenso ging die Polizei mehr als 3.000 Hinweisen nach, die natürlich alle eingeflattert kamen. Und sie untersuchten natürlich auch ganz gründlich das umliegende Gebiet, das komplette Gelände. Also es war wirklich so, dass mehrfach das umliegende Gelände, die Mosel und verschiedene Baggerseen wirklich mehrfach durchkämmt wurden, alles aber ohne Erfolg. Ein Ohrenzeuge sagte aus, dass er gegen 4.30 Uhr ungefähr von einem sehr lauten, ohrenbetäubenden, grellen Frauenschrei geweckt wurde. Zuordnen konnte man dies aber nicht. Eine Gruppe Zeugen gab an, dass sie so gegen 5, halb 6 ungefähr
eine junge Frau auf einem Fußweg gesehen haben wollen, die von der Beschreibung her sehr zu Tanja gepasst hat. Und dort soll sie nicht alleine gewesen sein. Sie war in Begleitung eines dunkelhaarigen Mannes, mit dem sie sich stritt. Worum es in diesem Gespräch ging, das konnte die Gruppe nicht sagen. Allerdings hat ein weiterer Zeuge genau diese Szene aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Er konnte ein paar Fetzen aufschnappen des Gespräches. Es handelte sich dabei tatsächlich um einen Streit und die Frau soll wohl den Mann angeschrien haben, er soll sie nicht anpacken. Und er hat etwas verstanden wie nur noch nach Hause. Außerdem soll er wohl gesehen haben, wie sich eine Gruppe Jugendliche, die wohl den Streit mitbekommen haben, langsam dem Paar näherten, woraufhin der Mann dann ging. 10 Minuten später soll er dann in einem blauen Peugeot von dem Gelände weggefahren sein. Man konnte nie ermitteln, wer dieser Fahrer war und man konnte auch nicht ermitteln, wer diese Gruppe Jugendlicher war. 2 Tage nach dem Verschwinden sagte ein Mann in Homburg aus, dass er mitbekommen haben will, wie ein Mann eine wimmernde Frau auf seinen Schultern zu einem weißen Peugeot trug. Doch auch das brachte die Beamten nicht weiter. Tanjas Freunde und Familie konnten natürlich nicht tatenlos zusehen. Sie konnten nicht einfach rumsitzen und warten. Sie wandten sich an diverse Medien, aber auch das führte leider nicht zum Erfolg. Mangels brauchbarer Hinweise und Spuren wurde dann die Sonderkommission in dem Fall erstmalig 2009 aufgelöst. Im Herbst 2010 bis November 2011 haben sich aber dann nochmal 3 Ermittler mit diesem Fall beschäftigt und wollten eben nochmal herausfinden, was ist jetzt passiert. Sie wollten Tanja natürlich finden, doch sie kamen nicht weiter. 4 Jahre nach dem Verschwinden, am 30. März 2011, wandte sich die Familie dann an die bekannte Serie Aktenzeichen XY ungelöst, in der Hoffnung, dass so endlich neue Hinweise hineinflattern würden, neue Erkenntnisse auftauchen würden, dass sie irgendwie weiterkommen würden. Aber auch das brachte leider wieder nichts. Und trotz all der schlechten Aussichten hat die Familie und die Freunde niemals aufgehört, daran zu glauben, dass sie Tanja irgendwann wiederfinden. Am 11. Mai 2015 kam dann die traurige Gewissheit. Bei Rodungsarbeiten auf einem wirklich schwer zugänglichen Gelände am Fuß der ca. 50 Meter hohen Felswand wurden sterbliche Überreste gefunden. Bei den Überresten wurden Kleidung, ein Studentenausweis, Schmuck sowie Handy gefunden. Und es kam dann tatsächlich raus, dass diese zu Tanja gehörten und die Obduktion des Gebisses und die DNA-Analyse konnte dies dann auch noch bestätigen, dass es sich bei den sterblichen Überresten um Tanja Gräf handelte. Bei der Obduktion konnten einige Verletzungen sichergestellt werden, die aber alle nicht durch Gewalteinwirkungen entstanden sind, sondern tatsächlich von einem Sturz stammten. Man versuchte dann mit einem Dummy den Sturz nachzustellen und konnte tatsächlich auch so die mögliche Absturzstelle ermitteln. Die wirklich sehr steil abfallende Böschung machte es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Tanja hinuntergestoßen oder geworfen wurde. Denn wenn eine zweite Person daran beteiligt worden wäre, dann wäre sie sehr, sehr wahrscheinlich mit hinuntergestürzt. Und da man dort nur Tanja fand, geht man davon aus, dass es wirklich einfach ein Sturz war und dass niemand anderes irgendetwas damit zu tun hatte. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist gestürzt und bei dem Aufprall gestorben. Sie ist dann nachher in einer Astgabel hängen geblieben. Zu dem Zeitpunkt soll sie wohl schon tot gewesen sein. Und es war so, dass wirklich erst durch die ganze Zeit, weil sie wurde ja nachher am Boden gefunden, dass sie durch die ganze Zeit, die sie dort verbracht hat, ich meine, sie hing da wirklich einige Jahre, dass sie dann irgendwann durch die Witterungsverhältnisse und Erdrutsche und alles, was da eben so mit einfließt, dass sie dann irgendwann eben von dieser Astgabel runtergerutscht ist auf den Boden und dann letztendlich bei den Rodungsarbeiten dann eben gefunden wurde. Im Mai 2016 wurde dann bekannt, dass einige Stunden vor Tanjas Verschwinden ein anderer junger Student etwa 1 Kilometer von Tanjas Fundstelle entfernt
ebenfalls eine Böschung hinuntergestürzt ist. Er hatte vorher ebenfalls das Sommerfest besucht und als er eben ja runtergestürzt ist, hat er sich sehr schwer verletzt und lag danach einige Zeit lang im Koma. Seine Angehörigen hatten sich dann, als das alles mit Tanja natürlich quasi publik wurde, also als herauskam, dass sie verschwunden ist, hatten seine Angehörigen sich bei der Polizei gemeldet. Diese konnten aber durch diesen Zeitabstand von 3 Stunden ausschließen, dass der Student etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, da sein Sturz zu dem Zeitpunkt war, beziehungsweise vor dem Zeitpunkt war, wo Tanja das letzte Mal telefoniert hat. Also er konnte als Täter auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Und ja, so wird es tatsächlich sehr wahrscheinlich einfach nur ein tragischer Unfall gewesen sein. Am 23. Juli 2015 wurde Tanja Gräf dann im Grabe ihres 2013 verstorbenen Vaters beigesetzt. Er hat leider niemals erfahren, was mit seiner Tochter geschehen ist. Das war der heutige Fall von Tanja Gräf. Der wird im Netz auch wirklich immer noch heiß diskutiert. Einige Leute glauben immer noch nicht daran, dass es einfach ein Unfall war. Sie halten das ja für durchaus möglich, dass da vielleicht jemand anderes seine Finger im Spiel hatte, gerade auch durch die Zeugenaussagen, dass Streitereien gesehen wurden, wo man sich aber auch nicht zu 100% sicher ist, ob es sich dabei um Tanja gehandelt hat. Ja, man weiß es einfach nicht. Also da wird wieder heiß diskutiert. Ich packe euch wie immer gerne mal den Link dazu in die Infobox und dann könnt ihr da gerne noch mal ein bisschen weiter stöbern. Da sind immer sehr interessante Sachen dabei. Sehr, sehr tragisch, was ihr zugestoßen ist und auch, dass ihr Vater leider nie erfahren konnte, was jetzt mit seiner Tochter passiert ist. Er ist mit dieser Ungewissheit leider verstorben. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne eure Meinung zu dem Fall in den Kommentaren dalassen. Schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich sonst noch so für Fälle behandeln soll, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das Video interessant fandet, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!